Moin moin ihr Lieben, heute geht's rund ums Thema Gepäcktaschen bzw. Koffer fürs Motorrad. Ich berichte von meinen Erfahrungen und meinen ersten Softbags, die ich nun teste. An dieser Stelle besten Dank an Touratec, die sie mir dafür zugeschickt haben. Es handelt sich um die Endurance-Packtaschen von Ortlieb, die optisch schon mal top zu meiner Queenie passen. Werden die von Ortlieb und vertrieben von Touratec. Die sind aus so einem Kunststoffmaterial, was unheimlich reiß- und abriebfest ist. Also diese LKW-Plane, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Und es sind eben so Doppelpacktaschen, die über die Mitte mit so einem ziemlich fetten Klettverschluss verbunden sind, wie ihr hier seht. Und lassen sich sehr variabel an jedes Motorrad hinten dran machen eigentlich. Also es lässt sich eben sehr gut individuell anpassen. So. Die beiden Taschen, wenn ihr die bei Touratec bestellt, kosten 199 Euro. Ich hatte ja vorher die Koffer von Hepke und Becker dran. Meine allerersten Koffer, ja, sind ja die von Hepke und Becker, die auch echt ja, ganz gut waren. So auf Reisen bis jetzt hatte ich die immer so dabei, wenn es ein bisschen mehr war. Sind relativ einfach zu befestigen hier. Einfach hier so. Dass die richtig schön hoch sind. So, klippt man die quasi hier so zwischen. So. Das Einzige, was bei mir jetzt noch ist, dass die Blinker halt so blöd sitzen. Die sind so verdeckt von den Kofferträgern. Das muss ich auch noch ändern vor der Reise. So, dann hat man die quasi hier seitlich sitzen. Das Einzige, was ich halt echt blöd finde daran ist, wenn man die jetzt aufmacht und bepackt, dass man die Sachen dann seitlich da reinquetschen muss und dann irgendwie das hier so zudrückt. Dabei ist mir, wenn ich das dann versucht habe zuzudrücken, permanent auch immer mal das Motorrad umgefallen, weil ich einfach zu sehr gedrückt habe und das Motorrad halt nicht sicher stand. Und ich finde, es ist halt einfach irgendwie unpraktisch. Da fällt einem dann immer alles gleich wieder raus. Und ja, deswegen sind das jetzt nicht die Koffer, die ich gerne mitnehmen möchte auf die Mongolei-Reise. Zumal die halt auch definitiv schwerer sind. Generell Softbags sind halt einfach leichter als Koffer. Ich habe mal so verglichen, diese Softbags, die wiegen 2,1 Kilo. Dagegen, wenn man jetzt mal so einen Sega-Koffer nimmt von Touratec, da wiegt ein Alu-Koffer schon ja, 6 Kilo. Das heißt, 12 Kilo gegen 2 Kilo ist natürlich echt ein Unterschied. Ne? Klar kriegt man in die Koffer sicherlich ein bisschen was mehr rein, aber ich packe das Ganze dann eben oben nochmal in einem großen Packsack obendrauf, was mir da an Platz in den Taschen fehlt. So, also diese Koffer kommen jetzt ab und werden wahrscheinlich die nächste Zeit auch erstmal nicht wieder drankommen, weil ich jetzt, wie gesagt, mit den Softbags unterwegs sein möchte. Scheiße. Hier habe ich die Softbags und ich zeige euch das Ganze mal, wie das hier funktioniert. Ich habe die jetzt schon bepackt und man kann die halt so echt einfach an sein Motorrad dran machen. Mit diesen großen Klettverschlüssen. Wir haben hier nochmal zwei Tragegriffe und eben nochmal Gurte, dass man die hier seitlich auch befestigen kann. Hinten einmal. Ich habe bei einem gesehen, der hat diesen oberen Gurt unter seinen Sitz gemacht von seinem Motorrad. Allerdings ist da bei mir der Verschluss für die Sitzbank. Das geht nicht. Aber ich packe da ja eh dann noch einen Seesack oben drauf. Deswegen hat das dann da auch Halt. Das einzige Problem, was eben hier ist, dass die Mindestabstandlänge von 10 cm zum Auspuff nicht gegeben ist bei meiner Afrika Twin. Also wie ihr seht, die Tasche ist hier direkt auf dem Auspuff. Und das geht so natürlich nicht. Also da wird die halt irgendwann abfackeln, denke ich mal. Ich habe das jetzt erstmal so gelöst, dass ich sage, ich packe mir da halt Plane drunter, sodass der Koffer was höher ist. So Plane braucht man ja unterwegs auch für sein Zelt, wie ihr in meinem Video über meine Zelte, die ich so habe, auch gesehen habt. So. Also. Und ich gebe dem Koffer damit halt jetzt ein bisschen Höhe, sodass ich damit erstmal fahren kann.
Es ist so, dass ich sowieso an meine Maschine sehr wahrscheinlich noch einen anderen Auspuff dran mache, weil der hier, der originale, soll zwar der beste sein, aber er ist eben auch mega, mega schwer. Und da gibt es eben noch andere Kandidaten, wie zum Beispiel der von Leo Vinz. Der ist halt deutlich günstiger und der sitzt was tiefer, meine ich. Und da wäre das Problem dann zumindest nicht gegeben, dass die Koffer da zu nah sind. Ich mache das mal einmal auf hier. So. Wenn man das jetzt hier richtig schön stramm macht, dann könnt ihr sehen, hat der Koffer jetzt hier schon echt was gewonnen an Höhe. Also hier ist jetzt deutlich mehr Platz. Genau. Das Ganze kann man natürlich auch nochmal richtig gut mit Abstandshalter und allem machen. Aber ich mache das jetzt hier gerade mal so. So, ja. Das Ganze mache ich natürlich auch schon mal fest mit einem Gurt, damit mir die nicht nach hinten hin wegrutschen. Ich freue mich schon, wenn ich da nach der Reise oder während der Reise so eine richtige Routine entwickle im Motorradpacken. Noch ist das immer alles sehr große Organisation. Dann gibt es halt hier an der Seite nochmal so Gurte, mit denen ich das so ein bisschen hochziehe jetzt auch. Also das ist nicht so, wie es sein soll. Aber ich mache es jetzt halt gerade mal so, weil ich meinen Auspuff noch so habe und ich nicht möchte, dass die Tasche da dran rumkokelt. So. Und somit sitzt das Ganze schon deutlich höher und ich denke mal, das geht erstmal klar für die nächsten Fahrten. Es ist halt hier so ein Rollverschluss, das heißt, das Ganze ist dann wasser- und staubdicht. So, einmal hier oben mit einem Gurt befestigt und jeweils an den Seiten nochmal. Und ich habe von vielen gehört, die lieber mit Koffern fahren, die sagen, die finden das irgendwie sicherer, mit Koffern zu fahren. Jetzt gibt es ja aber auch zur Gurte oder Spanngurte, die mit einem Schloss versehen sind. Und das Ganze würde ich mir dann halt, wenn ich auf Reisen bin, einmal außen drum machen, zu, und dann ist das Ganze genauso bombenfest wie mit einem Koffer. Und ich denke mal, ja, im Endeffekt ist das beides was, wo jeder, der Zeit hat, irgendwie drankommt. Also ob jetzt mit dem Koffer, den knackst du halt auch irgendwie. Deswegen würde ich sagen, tut sich da nicht wirklich viel. So. Und da oben drauf zur Befestigung kommt dann einfach hier so eine fette Tasche, wo jetzt alles Mögliche drin ist. Ja, genau. Hier hinten nochmal zwei Reflektoren jeweils, vorne auch nochmal an der Seite, damit man eben gut gesehen wird. Finde ich auch schon mal richtig cool. Und hier ist eben das Schöne, dass die nach oben hin aufzumachen sind. So. Also hier könnt ihr mal gucken, ich habe jetzt hier meinen Schlafsack drin. Da könnt ihr Papier reintun, Stifte. Ja, da sind auf jeden Fall mehrere Fächer, Unterteilungen. So, also das sind diese Taschen und die waren sogar auch schon mit beim ACT Romania. Uhu. Also da klebt echter ACT-Schweiß dran und Dreck, also wunderschön. Hier habe ich jetzt gerade mal mein provisorisches Bordwerkzeug dabei. Es ist noch nicht vollständig und es fehlen auch noch sehr wesentliche Dinge wie ja, Montierhebel für Reifen. Ja, sowas zum Beispiel. Was aber immer dabei ist, ist das Kettenspray. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich gerade noch nicht weiß, ob ich für die Reise jetzt nochmal einen Scott Oiler dran mache, weil der, den ich aktuell dran habe, der hat so ein bisschen Probleme mit dem Unterdruck. Da kommt irgendwie nie was raus und wenn da was rauskommt, irgendwie alles auf einmal. Ja, und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich das jetzt weiterhin per Hand mache. Was allerdings angesichts der Tatsache, dass ich keinen Hauptständer habe, noch ziemlich umständlich ist. Dieses immer sprühen, schieben, ja, ist nervig. Und deswegen, ja, entweder Hauptständer dran, was sowieso von Vorteil wäre, wenn eben mal ein Reifen platt ist. Ja, oder eben ein Scott Oiler. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Das wird sich in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch rausstellen. Ich werde es euch dann natürlich in einem Video mitteilen. So. So, und hier habe ich dann meine Isomatte noch drin und eben Klamotten, ja, zum Anziehen. Und ja, damit ist die Tasche dann so voll, dass man sie halt gut zumachen kann. Innen sind die nochmal mit so einem Plastik stabilisiert. Das ja, ist alles insgesamt auch recht einfach zu reinigen. Einfach mit einem Lappen durch, da ist jetzt sonst nicht irgendwie viel zwischen
Räume gibt oder so. Wenn ihr noch ein Sozia hinten drauf habt, dann ist das trotzdem kein Problem mit diesen Taschen, weil die eben ja relativ weit hinten und symmetrisch geschnitten sind. Außerdem kann man eben diese Taschen echt viel leichter reparieren als so ein Koffer. Also ich würde sagen, ich nehme auf jeden Fall Panzertape mit und kann man ja so auf die Schnelle mal eben damit flicken und dann eben damit zum nächsten Sattler. Ja, im Großen und Ganzen, ich habe einfach mal eine Situation miterlebt, wo eine Motorradfahrerin mit Koffern gestriffen wurde von einer, die hatte Softbags. Und die Koffer hinten drauf hatte, da hat sich einfach der komplette Kofferträger einmal total aus den Verankerungen gelöst, weil das eben alles so starr ist. Und die mit den Softbags, die hatte nur so einen leichten Katscher an ihrer Tasche. Also die ist noch nicht mal kaputt gegangen, sondern halt einfach nur so ein bisschen gestriffen. Und da ist nichts mit den Trägern gewesen. Und das ist halt für mich irgendwie so, wenn ich auf Reisen hinfalle oder so oder irgendwie an einem Stein hängen bleibe oder was, dann verziehe ich mir halt nicht direkt den ganzen Träger, weil sowas alleine zu reparieren ist halt viel, viel schwieriger, als wenn man eben so ein Loch in der Tasche hat, was man dann mit Panzerband auf die Schnelle flicken kann. Ich habe mich jetzt erstmal für die Softbags entschieden und bin gespannt, ja, wie ich nach der Reise darüber denke, ob ich das dann immer noch so gut finde. Aber ja, zum jetzigen Zeitpunkt finde ich, ist das einfach eine gute Entscheidung. Ja, auch wenn die Maschine hinfällt und auf die Softbags drauf, dann könnten jetzt manche sagen, mit Koffern ist es geiler, weil dann liegt sie höher und ist nicht ganz so tief auf dem Boden und nicht ganz so schwer aufzuheben. Ganz ehrlich, Leute, wenn ich da Koffer dran hätte, dann würde ich die mit den Koffern sowieso nicht gehoben bekommen. Das heißt, ich müsste die eh abmontieren und wenn die Maschine da drauf liegt, ist es halt nochmal schwerer und ja, deswegen denke ich, mit den Softbags ist es erstmal eine ganz gute Lösung. Ich habe auch schon einige Reisende getroffen, die mit Softbags fahren und da ganz begeistert von sind. Und ich bin einfach mal gespannt, was meine Erfahrungen damit sein werden. Ich werde sie euch mitteilen und ja, damit also erstmal Tschüssikowski aus diesem Video. Bis zum nächsten. Ciao.